Rotkäppchen. Es war einmal ein kleines Mädchen, das hatte jeder gern. Ganz besonders lieb aber hatte es seine Großmutter. Einmal schenkte sie dem Kind ein Käppchen aus rotem Samt. Und weil das Käppchen ihm so gut stand und das Mädchen nichts anderes mehr tragen wollte, nannte es fortan jeder Rotkäppchen. Eines Tages sprach die Mutter: Rotkäppchen, die Großmutter ist krank. Bitte bring ihr Kuchen und Wein, das wird ihr gut tun. Nun lauf, ehe es zu heiß wird. Aber achte darauf, nicht vom Weg abzukommen. Nicht, dass du fällst und das Glas zerbricht. Die Großmutter wohnte draußen im Wald, eine halbe Stunde vom Dorf entfernt. Als das Rotkäppchen in den Wald kam, begegnete es dem Wolf. Guten Tag, Rotkäppchen, sprach der Wolf. Wo willst du denn so früh hin? Zur Großmutter, antwortete da das Kind. Sie ist krank und ich möchte ihr Kuchen und Wein bringen. Wo wohnt denn deine Großmutter? Wollte der Wolf wissen. Und da Rotkäppchen ganz arglos war, beschrieb es dem Wolf genau, wo sich das Haus der Großmutter befand. Unter den drei großen Eichen, bei den Nusshecken, dort steht ihr Haus. Der Wolf dachte bei sich, das junge Ding wird mir gut schmecken. Aber ich muss es listig anstellen, dann bekomme ich die Großmutter noch dazu. Eine Weile lief er neben Rotkäppchen her, dann sagte er, sieh doch, die schönen Blumen überall. Willst du deiner armen, kranken Großmutter nicht einen Strauß davon pflücken? Die Idee gefiel dem Kind, und da es noch früh war und das Mädchen genügend Zeit hatte, verließ es den Weg und suchte die schönsten Blumen für die Großmutter aus. Der Wolf indessen lief so schnell er konnte zum Haus der Großmutter und klopfte an die Tür. »Wer ist draußen?« fragte die Großmutter. »Ich bin es, Rotkäppchen«, rief der böse Wolf mit verstellter Stimme. »Ich bringe dir Kuchen und Wein.« »Drück nur auf die Klinke«, antwortete die Großmutter. »Ich bin zu schwach, um aufzustehen.« Der Wolf öffnete die Tür, ging geradewegs zum Bett der Großmutter und verschlang sie. Dann zog er ihr Nachthemd an, setzte ihr Häubchen auf, zog die Vorhänge zu und legte sich in ihr Bett. Rotkäppchen hatte unterdessen einen herrlichen Strauß Blumen gepflückt und beeilte sich nun, zum Haus der Großmutter zu kommen. Als es die Tür offen stehen sah, wunderte es sich. Und als es in die Stube trat, hatte es ein seltsames Gefühl. »Warum bin ich heute so ängstlich?«, fragte es sich. »Sonst bin ich doch so gerne hier.« Rotkäppchen trat ans Bett der Großmutter, und da lag die kranke Frau. Sie hatte das Häubchen tief ins Gesicht gezogen und sah ganz merkwürdig aus. »Großmutter! Was hast du für große Ohren?«, fragte das Mädchen. »Damit ich dich besser hören kann.« »Großmutter, was hast du für große Augen?« »Damit ich dich besser sehen kann.« »Großmutter, was hast du für große Hände?« »Damit ich dich besser packen kann.« »Aber, Großmutter, was hast du für ein entsetzlich großes Maul?« »Damit ich dich besser fressen kann!« Mit diesen Worten sprang der Wolf aus dem Bett und verschlang das arme Kind mit Haut und Haaren. Danach legte sich das böse Tier satt und schläfrig wieder ins Bett der Großmutter und begann laut und vernehmlich zu schnarchen. Ein Jäger, der eben am Haus vorbeiging, wunderte sich und dachte, nanu, die alte Frau schnarcht so laut. Ich schaue lieber nach, was ihr fehlt.
Im Bett aber fand er den Wolf. Und weil der Jäger schlau war und hoffte, die Großmutter noch zu retten, schnitt er dem Tier den Bauch auf. Kaum hatte er die ersten Schnitte getan, sprang Rotkäppchen heraus. Und gleich darauf die Großmutter. Beiden war nichts geschehen, denn der Wolf hatte sie in seiner Gier mit einem Haps heruntergeschluckt. Der Jäger füllte schwere Steine in den Bauch des Wolfes. Und als der aufwachte und davonlaufen wollte, waren die Steine so schwer, dass er niedersank und tot umfiel. Rotkäppchen und die Großmutter dankten dem Jäger. Und als die kranke Frau den Kuchen gegessen und den Wein getrunken hatte, ging es ihr schon wieder besser. Das Rotkäppchen aber dachte, nie mehr will ich vom Wege abkommen, wenn es die Mutter verboten hat.